Warum ich jede neue Gitarre zum Gitarrenbauer bringe, das erfährst du in diesem Video. So, das klingt jetzt erstmal ganz schön hart, ne? Du hast eine neue Gitarre gekauft, vielleicht hast du so eine gekauft für 2500 Euro, ja? Und dann sollst du die auch noch zum Gitarrenbauer bringen. Ja, das soll doch der Hersteller machen. Jein. Ich sag dir jetzt mal die Gründe und ich sag dir auch genau, wie ich es mache. Wenn ich eine neue Gitarre krieg, spiele ich die erstmal. Denn die muss ich einziehen. Ja? Also die kommt ja irgendwo, die meisten kommen nicht aus Deutschland. Ja? Wenn sie aus Deutschland kommt, muss sie sich auch ein bisschen einziehen, weil die wurde ja lackiert, die wurde hier, da wurde dann erst vor einer Woche oder so die Saiten aufgespannt, der Hals muss sich einziehen, Holz arbeitet, das ist ein Naturprodukt. Also alle Gitarren ziehen sich erstmal ein und stellen sich ein bisschen auf dein Spiel und deine Einstellung ein. So. Also was ich zuerst machen würde, ich würde die erstmal, wie sie ist, spielen. Viel spielen. Wenn es geht, auch laut spielen, ja, weil dann wird nämlich schön der Body durchgeschüttelt und eventuell kristallisierte Harzfragmente, die in dem Holz drin sind, pulverisieren sich und die Gitarre schwingt besser. Deswegen klingen auch alte Gitarren besser als neue. Das würde ich erstmal machen und dann bringe ich tatsächlich jede, auch die Gitarre zum Gitarrenbauer. Ich mache das so, ich sammle einfach, weil ich ja mehrere Gitarren habe und eventuell nehme ich noch ein paar von den Schülern mit. Und lass den Gitarrenbauer Folgendes machen. Der nimmt sich sein Lineal und guckt, ob der Hals auch wirklich gerade ist. Das ist jetzt bei so einer Gitarre kein Problem, der ist knackgerade. Ja, sollte man auch erwarten bei einer Ibanez Prestige. Okay. Dann, und das ist das Wichtigste, und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich das zum Gitarrenbauer bringe. Der Sattel. Ich habe noch einen einzigen Sattel habe ich erlebt, der von Anfang an so eingestellt war, dass ich nichts dran geändert habe. Ja. Und mit ändern meine ich die Saitenhöhe am ersten Bund. Das ist auch Geschmackssache. Ich weiß zum Beispiel, dass Michael Landau, ein ganz toller Gitarrist, ne? Michael Landau, es gerne ein bisschen höher mag, weil der gern so viel Leersaiten spielt und richtig schön reinschränkt. Und wenn dann die Saitenlage am ersten Bund zu tief ist, schnarrt ein kleines bisschen. So, ich spiele nicht allzu hart und ich habe gern die Saitenlage unglaublich tief am ersten Bund. Wenn man das misst, ist es bei mir, sagen wir mal, ein Viertelmillimeter oder so. Und ich habe jetzt gerade hier eine Gitarre, die ich mir, eine günstige Gitarre, die ich mir eigentlich kaufen wollte, die ich aber zurückschicke, die ist leider nix. Eine Fender Classic Vibe Tele. Da ist tatsächlich ein Millimeter Platz zwischen der hohen E-Saite und dem Bund. Leute, das ist zu viel. Ja? Die meisten Gitarren bewegen sich irgendwo dazwischen. Und eigentlich 95% der Gitarren können dahingehend optimiert werden. Und es gibt keine Stelle, wo eine Optimierung mehr bringt als am Sattel, weil, wenn du dir überlegst, das hier ist tiefer, dann ist ja alles andere hier auch tiefer. Klar, hier am 24. Bund merkst du es nicht mehr so, da ist eher der Steg wichtig. Aber alles bis dahin macht die Gitarre unglaublich leichter bespielbar. Und der positive Einfluss ist ab dem ersten Bund 100%. Ja? Also es gibt noch einen negativen Einfluss, wenn du die Leerseite spielst, da könnte es zu tief sein. Aber selbst wenn das zu tief ist und schnarrt, ab hier schnarrt nichts mehr, weil dann nur noch der Sattel bestimmt, wie das Verhältnis ist. Ja? Also den Sattel optimieren zu lassen, ist das absolute A und O. Und das ist der 70% des Grundes, warum ich die Gitarre zum Gitarrenbauer bringe. Ja? Sattel optimieren. So, es ist nicht nur die Höhe. Nimm mal an, du kriegst eine Gitarre geliefert, die ist gut eingestellt auf 9er Saiten. Du spielst aber gerne 10er Saiten. Oder umgekehrt, das ist schwieriger, aber nehmen wir mal dieses Beispiel. Wenn du die 10er Saiten da drauf machst, kann es sein, dass die Sattelkerben so ein kleines bisschen zu schmal sind und die Saite da drin hängen bleibt. Ergebnis davon ist, dass die Gitarre sich leichter verstimmt. Und das kann zum Beispiel der Gitarrenbauer überprüfen. Der hat verschiedene Sattelfeilen für 9er, 10er, 11er und so weiter. Also entscheide dich zuerst, was du auf dieser Gitarre für Saiten spielen willst. Bleib am besten dabei, auch bei der Marke. Und lass dir den Sattel ein bisschen nachfeilen, dass die Saiten gut durchflutschen. So. Weiterer Tipp von mir, das kannst du auch ohne Gitarrenbauer machen. Warte mal, das hole ich mal gerade hier. Upsi. Gibt es im Baumarkt. Graphit. Das machst du einfach hier rein in den Sattel, rubbelst es ein bisschen rum, machst die Saite mal rein und wieder raus. Und dann flutscht die besser durch. Geheimtipp. Es geht übrigens auch mit der Super-Trick-Methode. Ein Bleistift.
Dann malst du hier einfach drauf auf der Seite. Das ist ein bisschen mehr Arbeit. Und dann kommt auch das Graphit rein. Ja? Ganz normaler Bleistift. Kein Kuli. War ein Witz. So. Und ich lasse halt den auch nochmal die Elektronik angucken, den Gitarrenbauer. Lass mal gucken, ob irgendwo irgendwelche scharfe Kanten sind oder Grate an der Gitarre, vor allem wenn die ein bisschen günstiger ist. Hier bei den Titansitteln glaube ich nicht, dass da irgendwelche Grate drin sind. Ja? Guck, ob die Volumenregler sich auch leicht bewegen. Und lass eben, wie gesagt, nochmal in die Elektronik reingucken, ob das alles sauber verlötet ist. Wenn es nicht sauber verlötet ist, es macht unglaublich viel aus. Ordentliche Kabel, saubere Lötstellen kann den Unterschied machen zwischen einem fetten Sound und irgendwas wischiwaschi. Ja, das macht schon was aus, auch die Elektronik. Vor allem bei günstigen Gitarren würde ich das gucken. Ich habe jetzt noch keine teurere Gitarre gehabt, wo das ein Problem war. Von Ibanez sowieso keine, die sind alle super verlötet. Ja, da würde ich nachgucken. Pickups, Höhe kontrollieren. Und da ist es gerade bei in den Korpus geschraubten Pickups manchmal das Problem, wenn du den näher machen willst, vor allem den Steg-Pickup, das sollte ein bisschen, also das sollte relativ nah an den Seiten sein, der Halshandbagger eher ein bisschen weiter weg, dass die, wenn du sie rausschraubst, auf einmal wackeln. Und da muss man dann unten mit Schaumstoff stabilisieren, damit die nicht mehr wackeln und so. Das kann der Gitarrenbauer einfach besser als du. Klar, alle, die gern basteln und auch selber den Sattel kerben können, müssen natürlich nicht zum Gitarrenbauer. Aber also ich traue mir zum Beispiel Sattelkerben nicht zu. Ich habe es einmal probiert bei der Gitarre. Das Ergebnis war, ich musste dann doch dringend zum Gitarrenbauer. Das war keine so gute Idee. Gut, also, es ist keine große Sache. Ich sage nicht, alle neuen Gitarren sind scheiße. Ja? Nur, ich sage dir, dass du eigentlich zu 95% der Zeit eine Optimierung rausholen kannst. Und was kostet das? Ich meine, wenn dir nur den Sattel überprüft und die Gitarre mal ordentlich einstellt, kostet das zwischen 30 und 50 Euro, je nach Gitarrenbauer. Und das ist völlig okay. Ja, der überprüft alles, der stellt es nochmal richtig ein. Ist nur wichtig, dass du es nicht direkt machst. Also nicht direkt im Geschäft hingehen, sondern erstmal spielen und dann schreibst du dir auf, okay, Sattel auf der E-Seite könnte etwas tiefer sein. Ich habe das Gefühl, am 12. Bund ist es kurz vorm Schnarren. Dann hier ist eine scharfe Kante am Tremolo, an der Schraube und so weiter. Das schreibst du dir alles auf, gehst zum Gitarrenbauer und lässt dir das erledigen. Und du hast eine super eingestellte Gitarre. Das macht so viel aus. Es macht so viel aus, wenn die Gitarre geil eingestellt ist. Da kannst du aus einer 500-Euro-Gitarre eine machen, die sich so spielt wie eine für 2.000 Euro im Laden. Ja. Also, mein Tipp. Jede neue Gitarre nach einer Einspielzeit zum Gitarrenbauer bringen. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Der andere Button funktioniert natürlich auch. Wenn du Fragen, Vorschläge oder anderweitige Kommentare hast, hier unten einfach reinschreiben. Und wenn du meinen Channel abonnierst, freue ich mich auch sehr. Glöckchen nicht vergessen. So. Bis dann, mach's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.